Ja, Tag zusammen. Hallo bei Potterwanda. Glück auf und frisch auf aus Bochum. Wir sind heute unterwegs auf dem Naturpfad Tippelsberg-Berger Mühle, dem wohl schönsten oder auch größten Naturschutzgebiet dieser Stadt. Ja, ich bin nicht alleine, ich habe Begleitung, einen Wandergast. Verrate ich noch nicht, seid gespannt. Kommt ein bisschen mit, es gibt viel Natur, es gibt viel Grün. Habt Bock, auf geht's. Da sind wir schon am Tippelsberg. Und was hat diese Figur mit dem Tippelsberg zu tun? Ist das vielleicht? Komm, wir begeben uns auf den Weg und dann schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Los geht's. Zusammen nochmal. Wir sind unterwegs im schönen grünen Bochum. Und zwar sind wir hier gerade eben auf dem Tippelsberg. Da gibt es wieder mal eine Steigung. Letztes Jahr bin ich den Weg auch gelaufen. Und genau das machen wir jetzt auch wieder. Wisst ihr denn, wie der Tippelsberg entstanden ist? Das ist jetzt keine wirkliche Abraumhalde. Und zwar ist die durch Aufschüttung entstanden. Nicht durch Abraum vom Bergbau, sondern von der U-Bahn-Linie 35. Dadurch haben wir eine Höhe von 150 Metern vielleicht. Auch in Bochum geht es wie immer entweder bergauf oder Gegenwind. In diesem Fall haben wir hier Treppen und nochmal Treppen. Dafür haben wir gleich auf jeden Fall Aussicht. Los geht's. Wir sind oben auf dem Tippelsberg, 150 Meter, die höchste Erhebung über Bochum. Ich habe ein wirklich ganz, ganz hervorragendes Panorama. Es regnet nicht, wir haben Bombenblick. Das ist einfach herrlich. Also das lohnt sich alle Male. Und der Tippelsberg, der muss sich hinter keiner Halde hier im Ruhrgebiet verstecken. 1A, richtig top. Okay, mein Fußabdruck ist es nicht. Ja. Wir sind unterwegs in Bochum auf dem Tippelsberg. Wie ihr wisst oder wie ihr vielleicht schon erfahren habt, der Tippelsberg ist keine eigentliche Halde, denn der Riese Tipulus, der Sage nach, ist auf seinem Weg durch Bochum gestolpert und hat einen Lehmklumpen verloren. Man mag es nicht glauben und das, ernsthaft, und genau das ist dann der Tippelsberg und der Fußstapfen, der ist da vorne vom Riese Tipulus. Und so ist der Tippelsberg entstanden. Voll gut. Ja, das ist Tippelsberg Bochum in 360 Grad. Richtig herrlich. Wir haben allerbestes Wetter, super Fernsicht. Da hinten sieht man die Skyline von Bochum, jede Menge Ruhrpott. Das ist halt eine Live-Tour. Richtig gut. Und wenn ihr nicht aufgepasst habt, da hinten kommt auf jeden Fall Fußstapfen. Da hinten noch ein paar Fußstapfen gibt es noch zu entdecken.